Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Adrenalinbox von Ostfront. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Adrenalin von Ostfront, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das vierte Album der Band Ostfront. Wir haben hier eine schwarze, recht kompakte Box. Bevor wir das Ganze starten, werden wir wie immer die Folie abmachen. Und dann schauen wir uns das mal an. So, einmal aufschneiden. Und so sieht das dann aus. Also wir haben hier eine kompakte Box in Schwarz. Hier oben lesen wir einmal den Bandnamen Ostfront. Dann haben wir hier den Albumtitel Adrenalin Limited Edition. Hier gibt es dann noch einen Totenkopf mit einer Krone, einem roten Stern und diversen Verzierungen. Auf der Seite das rote Kreuz, also das Bandlogo, genau das Kreuz, das hier zwischen beiden Worten steht. Auch hier wieder Adrenalin Limited Edition, rotes Kreuz und hier nochmal beschriftet. Auf der Unterseite haben wir hier einmal den gesamten Boxinhalt einmal aufgelistet, also beschrieben und auch einmal visualisiert. Also uns erwartet in dieser Box eine Doppel-CD, also das Album Adrenalin, eine Bonus-Doppel-CD Live in Moskau, die Ostfront-Flagge, Aufkleber und signiertes Zertifikat. Dann haben wir hier die Tracklist, also CD1 mit 13 Tracks, dann die Bonus-CD CD2 mit 4 Tracks, also 17 auf dem Album. Und als weiteren Bonus haben wir dann noch die beiden Live-CDs Live in Moskau, Nummer 1 mit 11 Tracks und Nummer 2 mit 10 Tracks. Also obwohl die Box recht kompakt ist, ist dann hier doch unfassbar viel Musik dabei. Dann hier unten noch die Beteiligten, das Ganze hier erschienen über Out of Line. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar, wenn auch etwas schwierig. So, aber jetzt von innen in weiß. Zusätzliche Info noch, die Box ist auf 1000 Stück limitiert. Ja, dann schauen wir mal. Also als erstes kommt uns hier die Live in Moskau entgegen. Dann haben wir das Album Adrenalin. Einen Sticker, der glaube ich jetzt gar nicht beschrieben war. Okay. Dann die Fahne. Oder doch, ich glaube der Sticker war irgendwie aufgelistet. Die Fahne. Und dann haben wir hier noch eine Autogrammkarte, so ein Zertifikat mehr oder weniger, und hier ist auch nochmal durchnummeriert. Sehr schön. Gut, von unten hier die Box in Rot, also das kommt jetzt eben zum Vorschein, wenn man das Ganze öffnet. Wir schauen jetzt mal ganz kurz. Ja doch, der Sticker war natürlich mit dabei. So, dann packen wir die Box wieder zusammen. Und nachdem hier diverse Inhalte noch in Folie sind, werden wir auch hier wieder das Ganze aus der Folie befreien. Also einmal hier die Fahne und natürlich die CDs. So, einmal hier unten aufschneiden und einmal hier unten. Genau. So, dann sollte sich das hier ganz gut öffnen lassen. Wunderbar. Also, das ist das Album und das hier Live in Moskau. So, perfekt. Dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Adrenalin, das Cover ident mit dem von der Box, das haben wir schon gesehen. Auf der Seite Ostfront Adrenalin Deluxe Edition, also das Ganze gibt es natürlich auch so zu kaufen, nicht nur in der Box, sondern das hier, diese Digipack Variante, kann man auch ohne die Box kaufen. So, was haben wir hier, wie bei einer Vinyl mit A und B beschriftet, also CD1, CD2. Dann haben wir hier 13 Tracks, wie gesagt, auf Nummer 1 und 4 auf Nummer 2, bedeutet 17 gesamt, beteiligte Barcode. Dann schauen wir mal rein. So, als erstes gibt es hier ein Foto der Band.
Ich glaube, es ist auch das gleiche Foto, das wir dann auf dieser Autogrammkarte, auf diesem Zertifikat vorfinden. Ja, die sehen recht wild aus, so kennt man sie. Dann schauen wir mal rein. Also, als erstes haben wir hier einen Flyer für Merchandise, Ostfront Fanartikel plus auch noch zu einem Festival, ja, aus dem Jahr 2018. Gut, dann kommen wir zum Booklet. So sieht das aus. Als erstes haben wir hier die Tracks, jawohl, also die Lyrics zu den einzelnen Tracks, die wurden hier verfasst, wunderbar. Bedeutet, hier kann man dann jedes Lied mitsingen oder entsprechende Lyrics nachlesen, falls man was nicht verstehen sollte. Also, jede Menge Text. Ihr seht selbst. Das Ganze hier so in Schwarz, Rot und Weiß gehalten. Generell das Artwork vom Album in Schwarz, Rot und Weiß. Sehr schön. So, zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits zum Album. Also die ganzen Personen, die beteiligt waren. Und natürlich auch hier die Bandmitglieder nochmal im Detail. Und so sieht das aus auf der Rückseite. Gut, packen wir wieder zurück. Wir kommen zur Album-CD. Das ist diese hier. So sieht das aus. Tonträger A lesen wir hier und auf der rechten Seite dann Tonträger B, steht da auch noch auf der CD. Also hier steht es auf der CD, auf der ersten stand es nicht. Tonträger B und hier auch nochmal. Gut, wir packen auch den Flyer. Ah, die kann man noch aufmachen. Okay, habe ich vorhin gar nicht gecheckt. Also, das sind weitere Alben von Ostfront. Wie gesagt, Adrenalin, das vierte Album. Und dann kommen wir zum Bonusinhalt, zu der CD, zu den beiden CDs Live in Moskau. Die kommen hier tatsächlich auch in einem Digipack. Freut mich sehr, dass man das hier so gelöst hat und nicht einfach in irgendwelchen Papphüllen. Also, A-Seite mit 11 Tracks, B-Seite mit 10, also das sind nochmal 21 obendrauf, die Beteiligten. Barcode gibt es hier keinen, denn ich glaube, dieses Teil hier, also das Live in Moskau, das gibt es wirklich nur in der Box und nicht regulär zu kaufen. Auch hier wieder alles in Schwarz und Rot oder primär Rot und zweite Farbe eben Schwarz. So, dann auch hier wieder ein Booklet. Hier haben wir einzelne Fotos. Also hier sehen wir Eindrücke. Hier haben wir Eindrücke des Live-Auftritts. So sah das damals aus, live in Moskau. Und hier nochmal die Credits zu dem ganzen Spektakel hier erfasst. Wunderbar. So, CD Nummer 1. Auch hier wieder Tonträger A. Und dann haben wir Nummer 2, Tonträger B. Die sind hier beide ident gestaltet, hier in diesem Rot und Schwarz. Und kommen, wie gesagt, in einem Digipack. So, als nächsten Inhalt haben wir hier einen Sticker. Der kommt hier kreisförmig, kann man hier dann rauslösen. Also ganz klassisch hier Ostfront, der Schriftzug und dann hier wieder das Albumcover drauf. Wie gesagt, kreisförmig. Dann haben wir eine spezielle Autogrammkarte, denn es ist, wie gesagt, auch gleichzeitig hier das Zertifikat. Einerseits die 6 Bandmitglieder hier abgebildet, alle haben hier auch noch unterschrieben. Also um es mal kurz für euch aufzuzählen, wen wir hier sehen. Wir haben hier Hermann Ostfront, Siegfried Helm, Otto Schmalzmann, Wilhelm Rotlauf, Eva Edelweiß und Fritz Knacker. Ja, das sind die 6, die 5 Herrschaften und die eine Dame, beziehungsweise die 6 Herrschaften, wie man möchte. Dann lesen wir hier noch Limited Edition of 1000 Copies, Your Personal Number 541. Also das gefällt mir auch richtig gut, dass man das hier so transparent gestaltet, einerseits mit der Gesamtauflage und das Ganze auch durchnummeriert. So wünsche ich mir das. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch eine Fahne mit dabei. Und zwar, wie zu erwarten, haben wir auch hier das Cover drauf. Also hier wieder der gekrönte Totenkopf mit dem roten Stern, darunter dann der rote Schriftzug wieder, Ostfront und wir haben auch, wie es sich für eine Fahne gehört, entsprechend hier das Ganze etwas vernäht, also hier nochmal zusätzlich verstärkt
und dann auch noch hier so zwei Metallösen in die Ecken eingearbeitet. Das ist hier links. Rechts haben wir das Ganze nicht. Bedeutet, ihr könnt dann hier links das Ganze, je nachdem, festmachen und dann aufhängen. Und ansonsten, ich schaue jetzt gerade, nein, hier sehe ich keine Infos über Herstellung oder Material. Aber ich gehe mal davon aus, ich glaube, diese Fahnen sind hier immer aus 100% Polyester. Gut, das war's soweit. Wir packen die Fahne wieder zusammen. Einmal hier zusammenlegen. Und dann fassen wir zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne hier im Querformat. Dann haben wir das Zertifikat mit den Unterschriften aller Bandmitglieder und der Durchnummerierung. Einen Sticker, kreisförmig hier, also das Albumcover. Dann Live in Moskau hier im Digipack mit insgesamt 21 Tracks auf 2 CDs verteilt. Und natürlich das Album an sich, Adrenalin, mit 13 plus 4 Tracks, also 17 hier in diesem Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Adrenalin von Ostfront. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ostfront unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.